So, das ist ein weißer Dedolite. Ich habe da einen weißen Kleber oben drauf gemacht, dass man es unterscheiden kann. Das ist noch ein relativ gutes Weg. Torblenden sind ein bisschen verbogen, funktioniert aber alles tipptopp. Es hat da oben so Verfärbungen, es hat auch sonst natürlich Gebrauchsspuren, wo man gut sieht. Aber funktioniert eigentlich alles. Da auch die Feststellschraube, die ist eigentlich ziemlich okay. Die ist gut okay. Auf der anderen Seite, was man muss wissen, da die Schrauben zum Fokussieren, die Eier, also das ist verbogen, wenn man die in- und raus schraubt, funktioniert zwar alles, aber das eiert einfach. Und dasselbe da, das ist, wenn man muss das Leuchtmittel wechseln, macht man da auf. Wenn ich jetzt das aufschraube, da, das sieht man gut, oder? Die Schraube ist verbogen und eiert drum. Aber funktioniert eigentlich tipptopp.